Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg. Zack, zu unserer Stahlproduktion, die läuft soweit, man sieht auch, der Zug hat jetzt hier gerade Holz und Stahl geladen. Jetzt gab es aber mehrfach den Kommentar, dass ich hier noch was ändern soll und da habt ihr eigentlich recht, weil die Strecke, die fährt ja, oder die Linie, die fährt hier lang, nach da hinten liefert da die Sachen ab, fährt zurück und fährt dann hier wieder rein und hier machen sie ja gar nichts. Also das ist ein Halt, den sie nicht brauchen. Was wir brauchen, ist hier eine kleine Umfahrung. Jetzt habe ich natürlich großzügigerweise hier ein Depot hingestellt. Das können wir aber auch wieder kappen, weil wir haben ja da ein Depot. Abgesehen davon, dass wir das gar nicht brauchen, wenn die Züge mal fahren. Wir sind ja nicht bei Transport Tycoon. Da hat man sie gebraucht tatsächlich. Habe ich schon mal erzählt, falls jemand das Spiel nicht kennt. In den 90ern. Da haben nämlich die Züge tatsächlich auch ab und zu mal eine Panne gehabt oder sind entgleist. Und da hat man die Depots gebraucht, um die Züge zu reparieren. Das ist hier ja nicht so. Also eine Umfahrung. Ich denke mal, das dürfte keine riesige Sache sein. Das sagt er jetzt und dann scheitert er. Mal gucken. Nein, das kriegen wir irgendwie hin. Ist er hier eh eingleisig? Wenn wir hier einfach runtergehen und das hier rein zwitschern, dann müsste das doch bereits funktionieren. Können wir zwitschern? Wir können. Allerdings, ich gehe hier erstmal ran. Ja, und warum? Weil sonst gibt es wieder irgendwie so eine vermurkste Weiche. Die hier ist nämlich okay, weil das ist ein Höhenunterschied. Hat der Herr Heisenberg hat wieder keine Musik? Moment. Mir fällt gerade diese komische Stille auf. So, machen wir das so und machen das halt nochmal. Also hier einfach ran. Jo, das passt. Und dann hier rein. Und jetzt können wir nämlich das andere rausnehmen. Oder wir machen es folgendermaßen. Wir gehen hier raus, dann haben wir nämlich eine saubere Lösung. Das passt soweit. Wie viele Züge verkehren hier? Einer. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich keine Signale. Und das müsste doch genau die Linie sein. Genau. Jetzt können wir nämlich hier Crespon Ost einmal rausnehmen. Nämlich hier, zack. Jawohl, und dann macht er das nämlich so, dass auf dem Rückweg von Crespon West fährt er direkt nach Lindau Zentrum. Das wäre dann hier lang. Danke für diesen Tipp. Weil eben, ich meine, es hätte jetzt auch nicht geschadet, wenn der da nochmal reinfährt, aber er muss halt nicht. Also von daher ist es besser, macht so, wie er es gerade macht. Was haben wir denn hier so? Ja, da liegen doch ein paar Sachen rum. Jetzt liegt hier auch Stahl rum. Wird da hoffentlich wieder laden, weil Stahl brauchen wir hier tatsächlich keinen. Den brauchen wir da unten. Aber im Groben funktioniert das. Also, und jetzt schauen wir mal. Wir haben gesagt, Friedrichshafen, die bräuchten Werkzeuge. Funktioniert das hier bereits? Wahrscheinlich nicht. Nee, da ist noch kein Holz. Oder wir kurbeln das Ganze erstmal noch ein bisschen an, weil ich habe so das Gefühl, bis hier dann mal Holz ankommt, bis wir hier an Werkzeuge rankommen, das dauert ein Momentchen. Hier liegt auch noch nichts. Die produzieren, die haben noch kein Holz. Ich wollte sagen, die produzieren auch noch nicht. Kriegen die jetzt Holz? Ich hoffe mal ja. Da kommt der Zug. Ja, der hat ordentlich Holz geladen. Der hat auch ordentlich tatsächlich Stahl geladen. Der ist eigentlich wirklich packevoll. Man sieht hier, ein bisschen Stahl wäre noch gegangen. Ja, aber das ist natürlich tatsächlich im Prinzip ein vollbeladener Zug. So, ich muss mal ganz kurz hier umbauen. Sorry, mir ist irgendwie die Maus die zweite im Weg. Jetzt habe ich freie Handhabe. Das ist, was ich wollte. Und süß hier der Schienenbus. Der ist ein bisschen kürzer tatsächlich als der Güterzug. Aber sehr schön, also das klappt. Jetzt können wir ja mal schnell gucken, ob das schon reicht, dass wir hier hinten Holz für die Maschinenfabrik kriegen, aber eben auch genug Holz hier, damit wir noch ein, zwei Werkzeuge machen können. Die LKWs haben wir ja bereits. Die transportieren das Holz eben von hier nach da hinten, damit die das dann hier kriegen. Ansonsten könnt ihr natürlich gucken, Maschinen. Wer möchte Maschinen haben? Hier unten zum Beispiel Lindau. Bregenz nicht. Da auch nicht. Was möchte eigentlich Rorschach? Nahrung und... Nahrung haben sie. Baumaterial fehlt hier wahrscheinlich noch. Gut, ja, ja. Dann fehlt das noch. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir sind nicht in Rorschach unterwegs. Meersburg möchte auch keine Maschinen. Möchte noch jemand? Da oben, die hier. Die Pfullendorfer möchten noch Maschinen. Und hier hinten ist dann eh schon wieder langsam uninteressanter. Wobei, Moment, ich sehe es halt gerade nicht. Habt ihr auch eine Nachfrage hier? Da ist sie doch. Nee. Die wollen alle Nahrungsmittel... Und allen Ernstes Treibstoff haben, was anderes nicht. Hier ist auch nichts, hier auch nicht. Na gut, wir müssen ja jetzt auch nicht suchen, wo die Maschinen hin müssen. Wir haben ja, wo die Maschinen hin müssen. Nämlich zum Beispiel darauf oder eben nach Ravensburg rein. Ich würde mal sagen, wir machen die Ravensburg-Strecke. Jetzt habe ich aber so lange geredet, jetzt müssen wir eigentlich auch gucken können, ob das Ganze nicht tatsächlich bereits funktioniert. Wo haben wir es denn? Ne, hier unten ist was anderes. Wo haben wir es denn? Da. Mit dem Holz. Ne, da ist nichts angekommen. Hier.
Die haben alles hier abgelagert. Ich denke aber, das Spiel müsste auf die Idee kommen, dass wir hier hinten, also nicht Holz, dass wir Bretter brauchen. In der immer die Begrifflichkeiten. Oder liegt hier irgendwas noch rum? Nee. Naja gut, wir sind darauf angewiesen, dass das funktioniert, sonst kriegen wir keine Werkzeuge. Aber dann würde ich sagen, wir machen zuerst mal die Maschinen. Oder wisst ihr, was wir jetzt ganz schnell machen? Weil das geht ja zügig, das wurde öfters geschrieben. Heißt, der See ist so leer. Ja, stimmt, wir haben nicht allzu viele Schiffe drauf. Ich hätte hier gerne mal noch ein paar Schiffe, die hier losdüsen. Das ist natürlich auch immer relativ schnell gemacht. Hier haben wir einen Hafen. Fährt hier schon jemand? Auge? Ne, den Hafen haben wir. Sonst haben wir noch nichts. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das gleich mal. Ist das ein kleiner Hafen? Weil Rorschach, wie soll ich sagen, so einen riesen Hafen haben wir natürlich schon nicht. Aber also so ein kleiner ist es dann auch nicht. Nicht ein Güterhafen? Was brauchen wir denn? Wo ist denn hier mein normaler Hafen? Tankschiffe, Passagierschiffe? Nee, das sind Schiffe. Ich brauche den Hafen. Zack, jetzt haben wir es gefunden. Er hier. Groß. Gerne mit 4 Terminals. Ja, sieht schon anders aus. Ich würde sagen, wir machen hier einen zweiten hin. Wenn das ja sowieso ein großer Hafen ist, dann können wir hier auch zwei hinmachen. Zack, einmal den. Okay, das war, glaube ich, schon ein großer. Ja, aber das passt halt eher. Also, ich meine, Rorschach hat natürlich jetzt nicht einen Riesenhafen. Das ist nicht Hamburg. Einen Hafen haben sie dann trotzdem. Oder wir. So, machen wir hier so ein Ding hin. Darf gerne auch größer sein. Bregenz ist auch nicht so klein. Einmal hier hin. Und dann machen wir eine Dreierkombination. Ich würde gerne hier noch hin. Nach Lindau rein. Und die haben hier schön Platz. Ist eigentlich eh noch ein kleines Städtchen jetzt hier bei uns im Spiel. Einmal hier hin. Jetzt müssen wir das Ganze irgendwie noch mit Straßen anschließen. Gerne mit städtischen. Einmal hier durch. Dann schon mal die Kurve aktivieren. Und hier rein. Würde schon mal klappen. Da könnten wir auch noch Busverbindungen hinmachen. Werden wir auch. Aber das in Rorschach machen, müssen wir gucken. Hier müssen die Häuschen weg. Das funktioniert so nicht. Das ist Hafenbereich. Ja, das kriege ich sogar so hin. Sehr schön. Hängt dran. Zurück nach Rorschach und dann machen wir eine Linie. Und dann haben wir hier tatsächlich auch ein paar Schiffe wieder drauf. Jetzt ist halt so, bei unserem Hafen, da führt irgendwie keine Straße hin. Aber wir müssen die halt trotzdem irgendwie anschließen. Kann ich das vielleicht sogar mit den Sträßchen? Wo haben sie denn? Hier irgendwie mit sowas, mit so einem Gehweg. Doch, doch, das geht auch. Das sieht besser aus, weil das ist eher so, wie ich es kenne. Mal irgendwie so. Dann irgendwie hier rein zwitschern. Jawohl. Dann müssen wir das noch irgendwo ranhängen. Vielleicht mit einer... Oh, wisst ihr was? Weil wir haben zwar nicht hier, in dem Bereich haben wir keine Unterführung. Aber ein bisschen weiter hinten, hier bei der Tanke, hier ist eine Unterführung tatsächlich. Wir können den Weg ja hier mal lang ziehen. Hier unten wäre wieder Park. Wir gehen hier mal an die Gleise ran. So, irgendwie so hier lang. Und dann geht das hier in die Unterführung rein. Das heißt, wir gehen in die Richtung. Weil hier ist dann auch nochmal... Ja, macht jetzt keinen Sinn, wenn ich das alles erkläre. Entweder ihr kennt es oder ihr kennt es nicht. So, funktioniert es, wenn ich hier unten durchgehe? Irgendwie so. Da macht sie mit einem komischen Bogen. Warum haben wir denn jetzt den Bogen drin, sag mal? Kann das nicht einfach gerade rüber? Mach das mal nochmal weg. Wir machen es mal anders. Wir gehen hier mal runter. So, und dann kommen wir hier lang. Ja, und hier ist wirklich rechts von der Tankstelle ist im Prinzip dann die Unterführung. Das stimmt soweit. Da komme ich auch rein. Ja, gibt dann halt irgendwie so ein Loch. Ist aber okay. Können wir machen. Ist dann nicht eine Unterführung, ist dann halt ein Tunnel. So, und hier ging es dann irgendwie... Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie hier wieder rauskommen. Mal schauen, ob das irgendwie hinhaut. Nee. Nee, also nicht heute. Heute kommen wir hier nicht mehr raus. Nee, das ist Käse. Wir sind hier so weit unten. Das muss nochmal weg. So. Schnappen wir sie uns wieder. Ja, schon wieder so eine Kurve. Ich weiß nicht, warum das dann immer so eine Kurve gibt hier. Ich möchte einfach hier andocken. Und hier die Steigung haben. Ja gut, dann hat es dort halt eine Kurve drin. Wir gehen hier sowieso relativ selten durch. Jetzt müsste ich da irgendwie rauskommen. Ich bin immer noch dermaßen weit unten. Hier oben komme ich raus. Jetzt habe ich... Habe ich die Eisenbahn? Jetzt habe ich die Eisenbahn. Ich habe jetzt aber nicht die Eisenbahnschiene hier. Sag mal, Herr Eisenberg, kein Wunder macht das eine Kurve. Wenn ich hier beim Falschen bin. Ich bräuchte das hier. So, und dann den Weg. Moment, das nochmal kappen. Einfach der Eisenbahnschiene unten durchgezogen.
Ja, jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's tatsächlich. So, gehen wir hier nochmal hier in die Richtung. Jetzt müsste ich eigentlich auch rauskommen. So, hier mit Höhe. Ja, dann komme ich hier oben raus. Das ist in Ordnung. Machen wir. Und dann werden wir das, wenn es irgendwie geht, mit der Straße verbinden. So. Was für eine Übung. Aber kein Wunder, wenn ich natürlich plötzlich ein Gleis an der Angel habe. Jetzt haben wir hoffentlich kein Gleis mehr. Jetzt passt es. Unterführung Ahoi. Warum haben wir das gemacht? Damit der Hafen angeschlossen ist. Genau. Oh, guck mal. IC. Den nehmen wir noch schnell mit. So. Es ist halt warm hier tatsächlich, Leute. Einmal mehr. Ich weiß, das sage ich immer wieder. Aber es ist halt auch immer wieder so. Draußen regnet es hier gerade. Es hat sogar gewittert. Ändert in diesem Büro gar nichts. Es ist einfach zu heiß. Aber mir wird es gerade wieder schön, wenn ich den ICE sehe. So, wir haben es ja hingekriegt. Also, jetzt hätten wir gerne eine Schiffslinie von hier nach Bregenz. Weil das ist, glaube ich, sogar eine Linie, die es so tatsächlich gibt. So, hier rein. Oh, jetzt aber nicht abstürzen. Ich wollte nur die Schiffslinie machen. Dankeschön. Von Bregenz nach Lindau. Da wird lange gerechnet. Interessant, ist ja nur eine Schiffslinie. Und von Lindau wieder zurück nach Rorschach. Das würde passen. Weil das wäre dann im Prinzip... Wo habe ich die Linie 1? Hier. So, mach mal. Beziehungsweise, nee, geht ja auch so. Das ist im Prinzip das Dreiländereck. Schiff. Gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht. Also nicht mit dem Namen, aber das Schiff gibt Dreiländer. Schiffslinie. Weil es ist Österreich, es ist die Schweiz und es ist natürlich Deutschland. Haben wir? Ich denke, Rorschach würde in Depot noch gut stehen. Haben wir hier. Tankerschiffe haben wir hier wieder. Ingos kleine Häfen. Ja, auch nett. Aber wir nehmen einfach mal nicht ein Depot. Eine Werft ist das natürlich. Ein Depot haben wir bei den Zügen. Haben wir so ein Gebäude in der Stadt? Ja, also Lagerdinger haben wir natürlich schon auch. Jetzt haben wir hier leider eine Kollision. Das wäre natürlich noch nett gewesen. Hier geht's hin. Ist jetzt nicht realistisch, weil wir haben hier beim Kornhaus sicher nicht so einen Schuppen. Aber irgendwie, das passt natürlich gar nicht schlecht hier hin. Was natürlich auch nicht schlecht wäre, einfach der Optik zuliebe. Und das hier noch verbinden. So, ist, glaube ich, sogar ein anderer Weg. Das wäre der richtige. Okay, dann schauen wir mal. Schiffchen, Schiffsverkehr, Fahrzeug kaufen. Das haben wir jetzt wirklich halt gemacht, weil wir ewig lange nichts gemacht haben. Was ist hier? Ja, was passt auf dem Bodensee? Wir haben natürlich irgendwie sowas, eine Zürich. Oh, die hier. Graf Zeppelin. Rein optisch passt das schon mal hervorragend. Dann die Zürich dazu. Haben wir sonst noch was im Angebot? Das sind hier wieder irgendwie andere. Seestern, kleinere Schiffchen. Ja, Klondike noch zweimal dazu. Und irgendwie diese Frontenac. Okay, dann haben wir ordentlich Schiffe drauf. Und das wäre dann die Dreiländer-Schiffslinie. Jetzt würde ich hier aber nicht mitfahren. Wir werden mal kurz einsteigen. Weil das habe ich schon mal erklärt. Also mit dem Schifffahren ist zwar irgendwie doch nicht so unschön, definitiv. Aber im Endeffekt, ja, es ist halt doch kein Zug. Es ist halt schon, oh, da oben, apropos Zug, guck mal, da kommt der IC nochmal. Schönes Bild hier mit dem Schiff und dem IC da hinten. So, fahr du mal, dann steigen wir mal bei deinem Kollegen dann ein. Mal gucken, wo der dann hin will. Oh, er kommt wieder. Gefällt es dir doch nicht? Was macht er denn jetzt? Jetzt fährt er irgendwie wieder rein. Alles okay bei dir? Nee, er wendet. Ich dachte, er will wieder ins Depot rein. Wir steigen hier mal kurz ein. So, hoch oben sind wir. Wir können natürlich auch ein bisschen runter hier mit der Cam. Wenn ich den Knopf dafür finde, da haben wir ihn. So, mal ein bisschen hier lang. Ja, und wo ich hin will, genau. Mal hier oben hin zum Kollegen Kapitän. So, mal rausgucken. Das ist seine Sicht. Ja, hat schon was. Es ist halt die Seefahrt. Also Seefahrt auf dem Bodensee. Aber das ist natürlich schon auch Seefahrt, ganz klar. Ja, mit dem Hafen. Hier sieht es... So sieht es aus, wenn wir hier draußen stehen. Jetzt gehen wir hier mal noch runter. Hier hat es eh eine Liege. Mit der Glocke. Und einmal Höhe. Und dann sind wir hier tatsächlich auf dem Schiffchen drauf. Schon cool. Die Häfen sind halt auch sehr schön gemacht. Tatsächlich. Ja, mit diesem Grünzeugs, mit den Reifen dran. Sehr, sehr nett. Ja gut, dann haben wir die Schiffchen. Das belebt den See natürlich ein bisschen. Da habt ihr schon recht, das ist nicht verkehrt. Dann fahren hier in Rorschach und überall da hinten dann wirklich eben auch Schiffchen. Gut, jetzt können wir mal gucken gehen.
Wie sieht's jetzt hier aus? Ja, ich glaube gar nicht so schlecht. Guck mal, hier landen tatsächlich jetzt Bretter. Okay, dann kriegen wir hier aber auch die Werkzeuge. Ne, die haben noch nichts am Lager. Hat das jetzt gerade angefangen? Kein Holz. Auch kein Holz. Können die das nicht transportieren? Das wäre ja noch schöner. Doch, er lädt. Er lädt. Okay, dann lädt er jetzt wahrscheinlich auch nochmal. Zumindest wenn da noch was übrig geblieben ist. Wahrscheinlich nicht. Es sind zu viele Fahrzeuge, aber wir wollen hier ja Betrieb haben. Also der bringt jetzt tatsächlich 38 Bretter nach da hinten. Das heißt, die werden jetzt hier die Werkzeugproduktion in Gang nehmen können. Ich würde sagen, wir lassen die nochmal ein bisschen arbeiten und widmen uns eben zuerst jetzt hier den Maschinen. Weil hier werden sie Holz haben. Jawohl, hier sind sie am Produzieren. Das passt. Wir würden gerne von hier nach Ravensburg. Das wäre da oben. Haben wir da irgendwelche Gleise? Also wenn wir Folgendes machen. Hier hinten sind wir. Wir können ja, ist ja ein Durchgangsbahnhof. Wir können hier lang, können hier an die Gleise rein und könnten dann hier hin, in die Gleise rein. Und das führt uns nach Ravensburg. Das ist eigentlich schon mal ideal. Wir haben wahrscheinlich noch keinen Güterbahnhof, oder schon? Hier oben ist ein Depot. Nee, was haben denn die für eine Nachfrage? Lebensmittel. Kriegen die Lebensmittel? Ja, das sieht zumindest jetzt gerade nicht so aus. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Lebensmittel hätten wir doch hier in der Gegend auch noch. Ja, das ist der Hybrid, genau, der Bahnhof separat für den Hybrid. Da können wir auch nichts machen. Aber dann würde ich sagen, Güterbahnhof würde eigentlich hier noch gut hinpassen, hier dazwischen. Ich habe irgendwie die gebogenen Bahnhöfe irgendwie auch noch nicht aktiviert. Die gab es doch auch mal noch. Der würde nämlich relativ gut hier hinpassen eigentlich. Gebäude, Cargo haben wir hier. Ja, Sloopen können wir, das sehen wir hier. Hier, die Sloop-Dingen sind eingestellt. Sollen wir da einen Kopfbahnhof machen? Wir müssen hinten ja nicht mehr raus. Wenn hier die Sachen liegen, die wir brauchen, dann haben wir sie. War jetzt ein komischer Satz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, Güterbahnhof. Vielleicht so. Hier neben den Hybrid. Finde ich eigentlich cool. Machen wir auch. Muss ich dich noch sloopen? Mir gefällt gerade irgendwie die Ausrichtung nicht. Das ist genau die falsche Seite. Wenn, dann eher in die. Ja, nochmal eine Spur. Und jetzt? Ja, ist gar nicht schlecht. Machen wir dich so hier hin. Ja, vielleicht sogar nochmal. Und nochmal. Ich guck mal, wie es ist hier beim krassesten. Ja, wir sind da halt höher. Wenn wir so gucken. Meint, ich mach's mal in die andere Richtung. Ja, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Wäre dann schon eher so. Aber dann lassen wir es so, dass es da halt ein bisschen an Höhe dann gewinnt. Das ist ja nicht verboten. Kann ich hier nochmal ein bisschen drehen? Nee, so ist besser. Also einmal Güterbahnhof, zack, hier hin. Da gucken wir dann mit dem LKW-Port, ganz klar. Ja, und jetzt hat der Hybrid hier tatsächlich einfach seinen eigenen Bahnhof. Und der Güterbahnhof, der ist dann natürlich wieder separat. Jetzt müssten wir von hier in die Gleise reinkommen. Oder von den Gleisen nach da hinten. Das sind nämlich, glaube ich, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, schon die Gleise, die wir nutzen. Nee, jetzt muss ich nochmal genau gucken. Oder wir schauen einfach von unten herkommen. Ich glaube, die sind's. Das wird dann hier rein. Genau. Wie kommen wir denn jetzt von hier da rein? Da müssen wir schauen. Und dann wollen wir von hier aus in die Gleise. Hier vorne haben wir einen Bahnhof. Ich würde jetzt nicht mit dem Güterzug in den Bahnhof reinfahren und wieder raus. Das finde ich irgendwie eher merkwürdig. Auf der anderen Seite, ja, da bräuchte man hier halt nochmal eine Umfahrung der Stadt hier. Dass wir von hier darauf düsen und in die Gleise reingehen. Dann würde ich hier sogar mit einer Brücke rüber. Heißt für mich, wir machen zuerst mal die Brücke, nicht mit der Straße, wir haben schon eine Unterführung gebaut mit falschen Werkzeugen. Wir brauchen die Gleise und machen hier mal Höhe und gehen hier so parallel rüber. Natürlich nicht mit der Brücke, sondern mit irgendwas Schönem, was wir haben. Ja. Ja, Moment, da fehlt die Höhe. Fehlt da echt die Höhe? Da fehlt echt die Höhe. Okay, das ist ja die Höhe, dass da die Höhe fehlt. So, dann machen wir rüber. Nochmal den hier. Ja, das geht, aber das andere geht nicht. Echt jetzt? Come on. Nee, da fehlt doch nicht die Höhe. Da fehlt... Die machen wir hier massiv. So, oder vielleicht war es auch zu kurz, das Ganze. Könnte ja auch sein. Jetzt haben wir es. Das ist aber zu hoch. Das müsste doch tiefer sein. Das muss doch tiefer auch gehen. Machen wir nochmal zwei runter. Schauen hier nochmal. Ja, dann gibt es den Pfeiler nicht, aber das ist gerade egal. So gäbe es den Pfeiler.
Finde ich eigentlich eine schöne Sache. Wo war jetzt der Pfeiler? Jetzt ist er wieder weg. So. Ja, ist natürlich komplett falsch ausgerichtet. Wir müssen in die Richtung. Und ein bisschen kürzer. Ja, das ist in Ordnung. Das machen wir so. Da steht der Pfeiler nicht im Weg. Das müsste ungefähr reichen. Wie sieht das denn aus so? Ja, ist doch nett. Aber es ist für meinen Geschmack tatsächlich immer noch eine Spur zu hoch. Geh nochmal zwei runter. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Ja. Ja, gefällt mir besser. Das machen wir doch glatt so. Wunderbar. Wir haben uns hier ein Gleis. Wo gehen wir rein? Hier vorne. Das heißt, wir können hier ohne Probleme raus. Und düsen da rein und machen hier eine Aufschüttung. Oder, ja, wir gucken mal, der Kollege Damm. Wir hätten noch den weißen Damm. Ihn hier. Haut mich jetzt irgendwie nicht so um, aber ich find ihn halt nicht schlecht. Wir haben halt den Damm sonst immer in diesem, ja, was ist das, backsteinfarbenen Dingens. Oder halt die Aufschüttung. Die Aufschüttung ist halt nie schlecht, finde ich. Weil das wird mir sonst wieder eine zu lange Brücke hier. Und hier unten ist nichts, das ist dann wieder eher sinnfrei. Aufschüttung wäre das. Ja, ich neige doch eher zum Damm. Ja, der ist doch cool. Genau, das ist mein Damm, den nehmen wir. Das Ganze hätten wir gerne zweigleisig. Nehmen wir mit. Und das sollte jetzt eigentlich gar keine große Aktion sein, dass wir da raufkommen. So, irgendwie in die Richtung und hier andocken. Aber natürlich nicht mit einer Brücke quer rüber, das werden wir auch anders lösen. Da hier vielleicht noch runter. Dann sollte es... Ich krieg's hier nicht richtig angedockt, wir machen es von hier her kommend. Einmal so, zur Brücke zurück. Hier rein. Jawohl, dann haben wir hier wieder Holz. Ich würde hier vielleicht tatsächlich jetzt aber den Bereich einfach aufschütten. Und dann nochmal ein bisschen was mit Bäumchen machen. Ja. Ja, gefällt mir am besten so. Nehmen wir. So, dann werden wir hier kurz mit Bäumen zuschlagen. Oder mit der anderen, mit der Fieldplopper. Oder wie heißt das Ding? Fieldplopper-Dingens. Mord. So, hier irgendwie ausfädeln. Jawohl, das ist sogar mit halbwegs Tempo, so wie es aussieht. Das funktioniert. Sauber. Hier schnell den hier. Und dann die Signale natürlich noch machen, ganz klar. Jetzt möchte ich aber, bevor ich was anderes mache, hier schnell gucken bei den Assets. Der Field, heißt tatsächlich Field Plopper. Der bringt uns jetzt hier halt relativ wenig. Wir könnten ein riesen Maisfeld machen. Irgendwie sowas. Können wir ja mal machen. So, ganz einfach, damit hier nicht alles einfach nur in diesem Grün ist, dann ist das ein bisschen Bauernhofmäßig. Ja, haben wir jetzt hier gerade keinen. Doch, da oben ist einer. Ne, das ist eine Lebensmittelfabrik. Ist jetzt da hinten ist ein Bauernhof. Hier könnte man durch den Bauernhof massiv ausstaffieren. Irgendwie mit solchen Sachen. Einmal den hier, dann natürlich ein Weizenfeld. Und schon sieht es nämlich ganz anders aus. Wir können hier ja noch Pfad und Bäume etc. machen. So, haben wir das mal gemacht. Dann sieht der Bauernhof auch ein bisschen bauernhofiger aus. Gut. Bringt uns jetzt hier aber wenig. Wir brauchen hier, würde ich sagen, dann doch eher die Bäumchen. So, dass wir hier mal ein paar Bäumchen spreaden und dann die Schiene halt entsprechend wieder befreien von diesen Bäumen. So, hier ist halt Wald. Dann geht hier noch ein bisschen Wald hin. Hier ist noch ein bisschen was. Dann noch mal ein bisschen mit anderen Bäumen. So, mir ist es einfach zu waldlos hier. Diese Map, die ist tatsächlich einfach sehr waldlos. Hier nochmal ein bisschen was und hier nochmal in die Richtung. Und dann vielleicht tatsächlich mit denen hier nochmal, mit den kleinen. Ja, passt. Ich komme mir fast schon vor wie Bob Ross. We're painting a little bit and then we have a tree there and then a little und so weiter. So, ich habe aber eine andere Frisur als Bob Ross. Egal, Frisuren hin oder her. Werkzeuggröße so. Ja, nee, das ist zu klein. So, and then we leave the... Nein, ich lasse es jetzt. So, einmal so. Ja, wenn die Bäume halt ein bisschen reinragen, das ist mir tatsächlich egal. Das sind starke Lokomotiven. Also die kriegen das Geäst, was hier reinhängt, weg. Ja, ich lasse es so. Ich finde das cool, wenn der Zug tatsächlich auch ein paar Bäume wegdrückt, weil das kenne ich tatsächlich von hier auch. Da haben wir auch irgendwo Stellen, wo Bäume sind und der Zug halt wirklich dann die Äste wegdrückt. Gut. Würde soweit passen. Jetzt fehlen hier aber noch Signale. Und hier oben fehlt natürlich der Zugang zum Güterbahnhof noch. Müssen wir irgendwo hier raus. Ich würde sagen, bevor wir irgendwelche Signale setzen, machen wir hier das Ganze mal so, wie wir es brauchen. So, das muss weg. Ich möchte mit dem Gleis durch.
Dann irgendwie den hier und dann sind wir eh schon hier oben. Ja, das funktioniert. Ein Tunnel gibt es keines. Wir sind auf der linken Seite, müsste passen. Das nehmen wir gleich mal. Dann hier die rechte Seite noch. Unauffällig folgen. Und dann haben wir die Strecke eigentlich schon. Dann können wir zu den Signalen übergehen, beziehungsweise wir können zuerst die Linie einzeichnen. Und was ich dann auch noch mache, ich möchte natürlich noch mal kurz zurück und gucken, ob die Werkzeugproduktion jetzt tatsächlich funktioniert. So, einmal den, einmal den. Dann haben wir das. Wir schnappen uns die Signale und nehmen... Was nehmen wir denn? Was haben wir denn noch nicht genommen? Hat jemand eine Idee, welche Signale wir hier haben, die ich noch nicht verwendet habe? Die sind halt doch alle relativ ähnlich. Das ist für links. Aha, da ist für rechts. Nehmen wir die mal. Zack, einmal so. Einmal Gegenrichtung. Und hier unten ist eh Feierabend. Da fädeln wir ein. Wäre einmal so. Und einmal so. Und das Ganze hier wäre dann... Reicht das vom Platz her? Müsste. So, das muss weg. Jetzt würde ich aber das Signal nicht hier hinsetzen, sondern hier. Damit die Straße frei bleibt, wenn der wartet. Hier müsste dann wieder seine Richtigkeit haben. Und das hier oben hat dann auch seine Richtigkeit. Das heißt, wir düsen hier runter. Jetzt müssen wir die Stelle finden hier unten, genau wo wir ausfädeln. Das wäre die hier. Hier brauchen wir die Signale natürlich auch noch. Einmal hier, einmal hier. Dann können wir hier noch einen Block setzen. Gehen weiter runter. Und dann habe ich hier die Weiche vergessen. Halleluja. Okay, wir setzen nochmal einen Block. Auf die Brücke rauf. Sehr gut. Gleis, eine Weiche. Ja, geht sogar. Sehr gut. Signal. Wäre dann hier. Und dann noch eins, würde ich sagen, hier. Dann haben wir das. Nee, haben wir noch nicht. Jetzt habe ich hier vergessen. Hier muss ich natürlich auch noch gucken. Hier, das müssen wir auch noch anpassen. Das ist jetzt natürlich auch anders. Da ist hier das Signal. Kappen wir das hier und setzen es hier hinten hin. Kommt da gerade einer? Jawohl. Hier einmal. Dann hier. Und hier hätten wir das Signal gerne hier. Dann können wir das hier eigentlich fast lassen. Oder ich setze es ein bisschen zurück. Trepeti sozusagen. Hier einmal diesen. Okay, passt. In die andere Richtung. Haben wir dort das Signal. Funktioniert. Wir brauchen eine neue Linie. Von diesem Güterbahnhof gerne hier einmal rauf nach Friedrichshafen, genau nach Ravensburg rein in diesen Güterbahnhof. Das funktioniert perfekt und das ist dann natürlich nichts anderes als Ravensburg. Was bringen wir denn? Was bringen wir denn? Maschinen, genau. Maschinen und das reicht auch schon. Allerdings nicht Machinen, sondern Maschinen. Wir bringen keine Macheten, wir bringen Geräte, um was herzustellen. Maschinen. Und es ist kein LKW, das heißt Ravensburg Maschinen. Passt so. Gut, haben wir ein Depot hier unten? Ja, irgendwas haben wir doch hingestellt oder wollte ich nur? Wir schauen mal. Nee, hier ist kein Depot. Bis jetzt haben wir hier tatsächlich kein Depot gebraucht. Ja, dann werden wir hier noch eins hinpflanzen. Hier ist natürlich ein Depot, aber das ist ein Straßendepot. In welche Gleise müssen wir denn rein in die hier? Vielleicht hier? Nee, das würde ich so lassen. Hier hinten Depot hin, würde ich auch so lassen. Ich würde das Depot hier hinstellen. Und zwar ausgerichtet. Wo haben wir sie? Da. Ausgerichtet gerne in die andere Richtung. Also in die Richtung, in die wir jetzt nicht gucken. So meine ich es mit der anderen Richtung. Das ist mir zu groß. Das haben wir schon öfters. Ja, das ist eigentlich schon okay. Ja, wieso? Das Depot hier an den Damm ran vielleicht sogar. Dann kaschiert es noch ein bisschen den Damm. Nicht, dass das so sein müsste, aber nicht in der Höhe, sondern gerne hier unten. Zack, einmal so. Langsames Gleis dazu. Hier gerne irgendwie parallel mitschwingen. Zack, einmal so. Okay, und dann irgendwie hier ins Gleis rein. Ja, das funktioniert sogar. Moment, wenn ich es in kleinen Schritten mache, da ist ja gleich die Weiche. Also geht's. Jetzt müsste ich es eigentlich zusammenkriegen, jawohl. Und hier gibt es auch eine Weiche. Sauber. Was wir noch brauchen, sind die Signale, die Zwergis. Für die Ausfahrt hier. Einmal so und einmal so. Und dann haben wir das Depot bereits. Dann fehlt der Zug, der die Sachen darauf bringt. Da würde ich jetzt aber noch warten, weil wir sind fast am Schluss der Folge. Ich würde statt, dass wir jetzt den Zug kaufen, hier gerne noch kurz bemalen. Das wollte ich eigentlich gestern schon machen.
Weil eben, ich sag's dann sonst und dann machen wir's nicht. Das kann ja dann tatsächlich nicht sein. Einfach, dass wir hier ein bisschen, ja, das Ganze nicht so ewig grün haben. Das wäre mein Ansinnen. Da irgendwie so. Dann wechseln wir hier mal. Ja, ich lasse die Stärke mal, wie ich sie habe. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn das nicht komplett zugedeckt ist hier. Wobei, das sieht mir dann ein bisschen zu sehr nach Schnee aus. Drücke mal noch Dingens. Control. Dann können wir das hier so machen, dass das Gras eben auch weg ist. So, passt. Hier oben gerne noch ein bisschen daran. So, und hier unten haben wir es fließend. Das ist in Ordnung. Und hier hätte ich gerne Blumen. Wir schauen mal. Da müsste ich das hier rausnehmen. Genau. Dann haben wir hier Ingos fahren. Gehen mit der Stärke zurück. Ist hier ein bisschen fahren. Dann haben wir hier die trockene Wiese. Da haben wir die Kornblumen. Die kommen hier rein. Geht das? Moment. Machen wir mal die Werkzeuggröße zurück. Und die Stärke auf Maximum. Nochmal ein bisschen größer. Ja, viel ist da nicht zu sehen. Ah doch, wenn man näher rangeht. Was haben wir sonst noch? Die Rutenhirse. Wo hätten wir denn noch Rutenhirse? Hier. Oh ja, das sieht man tatsächlich. Das sieht man, wie es so schön heißt, vom Schiefer aus. Hier einmal Rutenhirse und hier oben ebenfalls. Sehr nett, gefällt mir. Dann Schilf. Ja, eher hier unten. Aber man könnte ja hier tatsächlich auch mal noch ein bisschen Schilf hinstellen. Hier so entlang. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ist halt ein bisschen komisch. Ich muss mal hier ganz runter gehen. Ja, so dass wir so ein bisschen Ausläufer haben. Wenn das halt so schlurzt und dann ist fertig. Dann haben wir plötzlich kein Schilf mehr. So, und hier oben nochmal. Nicht Kornblumen. Waldrand haben wir nicht. Baumrose. Tulpen. Ein paar Tulpen hier noch. Machen wir die mal noch hier rein. Da haben wir schon was. Wo hätten wir noch Platz für ein, zwei Tulpen? Hier. Sieht man es? Jawohl, da sieht man doch die Tulpen. Hier außen rum, hier ist tulpig. Wir sind fast schon in Holland. Fehlen noch die Wohnwagen. Ansonsten passt. Gut, also das wollte ich jetzt aber noch schnell machen, damit wir hier ein bisschen dieses ewig Grüne weg haben. Ist jetzt irgendwie, weiß auch nicht, hier fehlt auch noch was. Aber das ist halt nun mal, nee, das ist nicht die Fabrik. Eigentlich ist die Folge rum, aber mir fehlt hier tatsächlich ein Gebäude. Irgendwas müssen wir hier noch hinstellen. Das ist tatsächlich nicht so, wie ich es haben möchte. Es wäre halt schön, wenn ich dieses Schenkerteil nochmal finden würde. Da ist nochmal ein Bahnhof. Was haben wir hier denn noch? Stellwerke? Passt irgendwie nicht so. Nochmal irgendwie sowas. Ja, ist zu klein. Oder ich müsste da nochmal basteln. Da haben wir nochmal Stellwerke. Die sind zu klein. Ich brauche irgendwas Massives, was ich hier hinstellen kann. Da haben wir nochmal Häuserbau und so weiter. Wir haben eigentlich alles Mögliche hier. Hier haben wir nochmal Industriehallen. Lass mich schnell gucken. Ja, da wird geladen. Ich hoffe, es wird... Ach nee, das sind dann irgendwelche Steinbrüche. Hier. Ja, das sind groß. Das kriege ich irgendwie nicht in groß. Doch hier. Ne, plus 6. Ja, das fliegt ein bisschen. Müssen wir runternehmen. So, ja, das ist zu weit unten. Und dann ein bisschen drehen. Ja, nochmal ein bisschen drauf. So. Dann hätten wir hier tatsächlich wenigstens noch irgendwie ein paar Gebäude. Die mache ich jetzt hier mal so hin. So, keine Ahnung, was das ist. Irgendwie Getreidesammelstelle. Irgendwie sowas. Das geht hier nicht. Da müsste ich nochmal abflachen. Wir flachen schnell. So, einmal abgeflacht. Jetzt müsste ich die eigentlich raufkriegen. Ja, wenn ich wieder entsprechend runtergehe. Ja, das sagen wir hier hin. Zack. Zack. Und jetzt sieht es aber definitiv schon ein bisschen anders aus. Bin ich eigentlich so weit okay. Jetzt ist der ein bisschen zu weit unten. Jetzt bin ich doch pingelig. Ich möchte die tatsächlich, wenn, dann hier auf der richtigen Höhe haben. Warten wir sie denn gerade nochmal. Da. Also nochmal weiter runter. So, so müsste es doch funktionieren. So, dass das noch was aussieht. Jawohl, jetzt fliegt nichts mehr. Jetzt hängt nichts mehr. Jetzt haben wir es genauso, wie ich es haben wollte. Dafür flackert es wieder ein bisschen. So, jetzt die letzte Kontrolle, nämlich hier. Werkzeugproduktion. Ja, läuft wahrscheinlich, ist aber nichts an Lager. Hat der gerade was dabei? Nee. Ja, wir haben natürlich einfach zu viele LKWs. Aber wir sehen, Holz kommt hier rauf. Das sehen wir hier nicht.
Ja, doch, hier 100 versendet. Ja, ja, okay. Wir sehen, das kommt an. Das passt also definitiv. Ja, dann bin ich froh. Dann können wir nämlich auch die Werkzeuge dann wegliefern. Allerdings, was wir morgen machen, ganz klar, zuerst den Zug hier, der die Maschinen nach Ravensburg bringt. Die Strecke, die wir jetzt gerade gebaut haben. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Dann wird weniger gemalt, dafür wieder mehr Zug gefahren. Da bin ich sicher. Ja, da bin ich sogar sehr zuversichtlich. Danke fürs Zusehen. Bis auf dich, moin. Macht's gut. Schönen Tag noch. Bye, bye.